Ohne konkreten Anlass Menschen kontrollieren, nur wegen ihrer Hautfarbe oder anderer Äußerlichkeiten. Das nennt man Racial Profiling und genau das ist in Deutschland verboten. Aber passiert es trotzdem. Eine Studie, vor Wochen angekündigt, sollte dieser Frage nachgehen. Doch Bundesinnenminister Seehofer verweigert die Untersuchung. Peinlich findet das der Vorsitzende der deutschen Kriminalbeamten. Womöglich möchte der Innenminister mit seiner Entscheidung sein Vertrauen in die Polizei herausstellen. Darauf kommt es aber nicht an. Außerdem gibt es keinen Grund, sich zu verstecken. Entweder wir finden heraus, in welchen Sicherheitsbehörden und welchen Regionen es Probleme gibt und können diese angehen, oder wir können einen Verdacht entkräften. Racial Profiling verbiete sich in der Polizeiarbeit und deshalb will es Horst Seehofer vorerst nicht wissenschaftlich untersuchen lassen, so die Begründung. Der Sprecher seines Ministeriums formuliert es anders. Zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus hat der Bundesinnenminister bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinen Kollegen aus den Ländern ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt und soll jetzt zunächst einmal umgesetzt werden, bevor sozusagen neue Maßnahmen implementiert werden. Ursprünglich hatte das Innenministerium angekündigt, dass man gemeinsam mit dem Justizministerium die Praktiken bei Personenkontrollen systematisch untersuchen wollte. Abgesprochen war Seehofers Kehrtwende mit Justizministerin Lambrecht, aber offenbar nicht. Unverständnis auch beim SPD-Parteichef. Es ist verboten, aber es gibt es. Und ich sag mal, zu sagen, ich gucke nicht hin und dann sehe ich auch nichts, das ist eine seltsame Art, ein Problem zu lösen. Heute tagen die EU-Innenminister. In der anschließenden Pressekonferenz wird sich Seehofer aber sicherlich auch Fragen zu seinem nationalen Zickzackkurs gefallen lassen müssen.